Willkommen zurück zu Eternal Legends. Jo, das letzte Mal haben wir ja vergeblich versucht, Gustav wieder zu retten. Aber dank eurer fleißigen Kommentare, und damit meine ich die von Fenast86, von Lord Raiden, vom 40-Krieger und vielen, vielen mehr. Markus1204, ich kenne die Zahlen schon auswendig, ich bin so stolz auf mich. hat unser toller Legol Ultima auf einmal, also hat das doch von Gustav jetzt bekommen. Schön, dass ich das auch geblickt habe, aber ich weiß ganz genau, ich habe es gekauft und da konnte ich es ihm nicht geben. Das finde ich ein bisschen fies, aber egal. Ich denke, wir kommen jetzt zum großen Finale. Schon wieder Final Fantasy X, Musik sehr schön. Schon bald ist es soweit. Du wirst uns Dämonen wieder erlösen. Von unserem schlimmen Schicksal. Rena! Wer seid ihr? Und was wollt ihr hier? Ihr macht einen riesigen Fehler. Wenn sich die drei Wappen mit Rena verbinden und die Verwandlung vorbei ist, dann ist alles aus. Rena wird alles zerstören. Natürlich, ihr Menschen werdet nicht viel von unserer Göttin haben. Wenn dieser Gott geschaffen ist, wird das ganze Universum zerstört. Man kann sie nicht kontrollieren. Sie macht keinen Unterschied zwischen Dämon und Mensch. Das war der Grund, warum die drei Wappen damals nie eingesetzt wurden. Also wenn ihr gehofft habt, mich damit abhalten zu können, dann habt ihr euch getäuscht. Nun ist es eh zu spät. Es hat schon längst angefangen. Aber ihr habt Glück. Ihr dürft an der Zeremonie teilhaben. Nein, ich sage die Wahrheit. Trainer wird alles zerstören. Phil, es hat keinen Zweck. Was sollen wir denn sonst tun? Nun werde Zeuge eines neuen Zeitalters. Das Zeitalters der Dämonen. Vantale Nokatala! Okay, wir können nichts tun. Wir müssen das Desaster mit anschauen. Rena 2.0. Nein! Deine Schreie kommen zu spät. Oh, große Göttin. Wie lange habe ich auf diesen Augenblick gewartet? Göttin, die Heere der Dämonen stehen bereit. Bereit, dass ihr das Tor öffnet. Bereit, euch zu unterstützen, wo immer ihr wollt. O Göttin, lasst uns eine neue Welt erschaffen. Eine Welt, die... Was tut ihr? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Super, gegen das Monster können wir jetzt kämpfen. Rena! Leokres ist tot. Sag was! Rena! Ach komm, gib's auf, Phil. Ich glaube nicht, dass sie dich hören kann. Rena! Bitte, hör auf. Phil, pass auf.
Rena. Es hat begonnen. Hör zu, wenn wir sie aufhalten wollen, müssen wir sie jetzt vernichten. Schnell, solange sie noch schwach ist. Wenn sie erstmal ihre volle Kraft hat, kann sie niemand mehr aushalten. Aufhalten. Aushalten aber wahrscheinlich auch nicht. Nein, es muss doch noch einen anderen Weg geben. Nein, Phil, es ist zu spät. Die Rena, die du kanntest, existiert nicht mehr. Nein, Rena, bitte nicht. Ach, die Musik gerade schön. Ein folgenschwerer Scheideweg bahnt sich an. Wir kämpfen gegen Sexy Rena. Es ist wohl der letzte schöne Anblick, bevor das Universum vernichtet wird. Rena, bitte, erkennst du mich nicht mehr? Oh, die Musik ist geil. Die gefällt mir und wir müssen jetzt kämpfen, nehme ich an. Hauen wir das raus, was wir am besten können. Jetzt weiß ich auch, dass hier Ultima steht. Der letzte Kampf. Tantilla steht da jetzt auf einmal. Nicht mehr Rena, okay. Ist ihr ein echter Dämonenname. Ja, wahrer Name. Der Schaden, den wir machen, der ist in Ordnung. Wir können sie mit Bahamut sogar schocken. Ich bin nur mit Orala ein bisschen unzufrieden, aber gut, was soll ich denn machen? Also, weiter im Text. Ultima-Zauber, wie stark war der eigentlich? 302 ist eigentlich nicht so gut. Ich muss mal gucken, ob Orala im Nahkampf nicht besser ist. Muss ich gleich mal testen. Ich meine, dass der nichts kann, das sehen wir ja. Aber Bahamut ist auf jeden Fall gut. Allein schon wegen dem Schock. 246, mal ehrlich. Das ist kein großer Unterschied. Wir schocken sie durchgehend. Sie hat noch nichts gemacht deswegen. Oh Mann. Bahamut. So, jetzt probiere ich erstmal noch ein Feuerlimit. Mal gucken. 223, okay, ist ein bisschen schlechter. Also Ultima ist schon ein Tick besser. Und da es nichts kostet, mache ich eben Ultima. So. Okay, weiter geht's. Ist jetzt natürlich mal wieder nicht gerade spannend. Sie hätten für den Kampf echt sie ruhig immun machen können, finde ich, gegen den Schock, damit sie auch mal zu Worte kommt. Aber ich glaube jetzt, wow, hat sie mir 44 HP abgezogen. Ich bin von dem letzten Boss hier ja schon richtig geflasht. Aber egal, vielleicht kommt ja noch eine neue Phase. Phase 2 schmeißt dann das Cape von sich weg. Nein, wahrscheinlich nicht. Kritisch, ja, schön. Weiter geht's. Naja. Ehrlich gesagt hatte ich mit einer Herausforderung auch nicht mehr gerechnet. Nicht bei unseren Werten. Und ich habe wohl gemerkt, ich war schon lange nicht mehr geskillt, ne? Diese ganzen Punkte, die ich bekommen habe, die habe ich nicht mal eingesetzt. Wozu auch, ehrlich gesagt. Bahamut kann ja auch nicht mehr Schaden machen. Und ja, ein bisschen mehr HP wird's auch übertrieben. Wir haben die Schlacht gewonnen angeblich. Bin ich mal gespannt. Das tut so verdammt in der Seele weh. Am Ende hatten wir keine Wahl. Du hast das Richtige getan. Ich glaube auch, dass das war die richtige Entscheidung. Kommt, lasst uns diesen Ort verlassen. Ich denke, ich kann den Teleporterschrein wieder reaktivieren. Dann verlassen wir diese Welt und kehren nach Hause zurück. Okay. Ich muss euch danken dafür, dass ihr geholfen habt. Wir konnten gar nicht anders. Ja, es war schon eine schöne Zeit mit euch. Auch wenn die Umstände nie leicht waren. Doch von nun an werden uns unsere Wege wieder trennen.
Ich werde die Armee meines Vaters übernehmen und führen. Wir haben sicherlich alle vor allem Übel bewahrt. Doch nun für einen Augenblick. Solange etwas existiert, besteht immer die Gefahr. Ich wollte schon immer gerne eine Familie gründen. Die Bevölkerungsrate unserer Weißen ist so gering. Ja, super Ziel. Und was machst du, Phil? Heulen. Ich weiß nicht, wie lange ich brauche, um den Tod von Rena so einfach hinzunehmen. Der Tod von Gustav ist ja eh mir egal. Ich mochte es mein Leben lang. Und nun ist... Ich mochte sie mein Leben lang. Mensch, das ist ja blöd zu lesen da mit dem Hintergrund. Und nun ist sie einfach weg. Einige Jahre später. Städte wuchsen und wurden repariert. Die Völker rauften sich zusammen und begannen zu arbeiten. Die Truppe trennte sich. Oh, da hat jemand sein Versprechen wahrgemacht. Legol lebte von nun an in Metropolis. Ja, wie man sieht, alles wieder schön aufgebaut. Alles heile, heile Welt. Die Dämonen haben sich auch verkrochen. Orala übernahm die Armee seines Vaters. Ja, wer hat das gemacht? Reynold, du bist heute dran. Mach mir folgendes mal nach. Okidoki. Denk dran, nicht zu schnell. Schau noch mal hin. Das ist doch nicht so schwer. Was soll er denn machen? Nach rechts gucken oder was? Verstehe, ist ja billig. Okay, Chaotengruppe. Aua! Rena. Wie konnte es nur so kommen? Hat sich wirklich etwas getan? Ist diese Geschichte beendet? So, das Feuerwerk darstellen sieht irgendwie wegen den Farben seltsam aus. Naja. Was nun? Wer bist du denn? Eternal Legends. Der Demon Saga. Produced by Square RPG. Natürlich nicht von Square, sondern der Typ nennt sich so, der das Spiel gemacht hat. Und hier sehen wir nochmal, von welchen Firmen er sich der Musik bedient hat, wo man ja einiges Neues, altbekanntes, rausgehört hat.
Und ja, mal gucken. Ich denke mal, er hat das Ganze alleine entwickelt. Wir werden den Namen wohl öfters lesen. Aber ich meine, wenn man so ein großes Spiel entwickelt, dann will man sich natürlich auch in einem Abspann verewigen. Ja, das war's jetzt mit Eternal Legends. Es ist vorbei. Es ging ja auch eine gute Weile. Für ein RPG-Maker-Game war das ein wirklich sehr großes Spiel. Mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Aber wie schon so oft mit meinen Gästen belabert. Oh, die Musik ist aber auch schön. Kommt mir sehr bekannt vor. Beta-Testing gab's. Gar nicht mal so wenige. Ein Dank an alle Leute, die dafür getan haben, dass Eternal Legends so geworden ist, wie es ist. Ihr hattet so viele Beta-Tester und habt nicht festgestellt, dass es viel zu einfach ist. Vielen Dank für das Spielen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß gehabt. Falls ihr Fragen habt, besucht mein Forum square.rpgmaker.com oder schickt mir eine E-Mail square@rpgforever.com. Da, schreibt ihm. Sagt ihm. War zu einfach. Wir wollen ein Hardcore-Patch. Vielleicht liefert er nach. Ja, das war's. Ich melde mich gleich nochmal. Jo, Freunde, da sind wir noch einmal und ihr werdet diese Aufnahme nur sehen, wenn sich was tut. Ich weiß nicht, manchmal habe ich so ein komisches Gefühl und dann denke ich, ja, vielleicht ist da noch ein Ending drin, wenn man sich anders verhält. Eine Entscheidung oder sonst irgendwie andere Wege gab es hier leider nicht. Aber vielleicht kann man sich ja, vielleicht kann man ja dieses Schicksal, also Renas Schicksal, doch abwenden, wenn man vielleicht den Kampf anders angeht. Das möchte ich jetzt einfach mal probieren. Wenn es nicht klappt, dann rede ich gerade eh gegen eine Wand. Ja, somit ist eigentlich ein Spoiler. Wenn ihr das seht, dann wisst ihr, dass was anderes passieren kann. Aber was soll's, wir erleben es ja jetzt hier sofort. Und dann ist das wohl ein Spoiler, den man in Kauf nehmen kann. Weil das hier, ein folgenschwerer Scheideweg bahnt sich an. Deswegen, das kam so eindeutig. Bitte erkennst du mich nicht mehr. Und dann Punkt, 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 wisst ihr? Vielleicht können wir hier noch was Gutes herausholen. Deswegen, wir werden jetzt nur mal blocken. Wir verteidigen uns nur. Der Schaden, den sie macht, der ist ja eh lächerlich. Blocken. Rena, versuch dich zu erinnern. Siehst du, ich bin aufgeregt, sorry. Seht ihr? Das scheint etwas zu gehen vielleicht. Vielleicht müssen wir nur ein paar Runden überleben und sie nicht in ein paar Runden fertig machen. Ich bin es, Phil. Die Verteidigung ist weiter. Nochmal, komm. Wind, das ist lächerlich, was sie macht. Da kann ich 1000 Runden überleben. Nein, eigentlich unendlich. Weißt du noch, damals in Renonsdorf? Ich wollte Talf bei der Arbeit helfen und habe dabei das ganze Gemüsebeet zertreten. Oh Mann, da geht anscheinend wirklich was. Wir können Rena vielleicht retten, wer weiß. Aber interessant, ne? Ich meine, wow, das hat ein bisschen wehgetan. Sehr interessant, weil wir hatten ja ein paar Runden gebraucht, um sie zu erledigen, aber da hat Phil kein Wort gesagt. Also man muss anscheinend wirklich total in der Verteidigung sein. Rena, oder damals in den Wäldern. Wir haben zusammen die magischen Blätter geholt. Und ich habe dich beschützt. Eieiei, jetzt macht es ja doch ein bisschen mehr Schaden, aber das ist ja überhaupt nicht schlimm. Wir blocken weiterhin. Du machst alle heilen Limit und blocken. So. In dem Sinne kann ja nichts passieren. Block, block, block. Erinnerst du dich noch? Du nanntest mich immer den kleinen Phil. Der immer gleich mit dem Kopf durch die Wand ging. Er hatte immer gelacht. Ah? Wird da etwa eventuell das Eis noch schmilzen? Das wäre ja oberst geil. Das geht garantiert. Hey, Gustav ist weg. Phil hat freie Bahn. Naja. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für sowas. Rena, es ist mir egal, wer oder was du bist. Es ist mir egal, ob du eine Dämonin bist oder nicht.
Rena, komm zu uns zurück. Rena, ich brauche dich. Phil? Phil? Phil, bist du das? Ihre menschlichen Erinnerungen sind zurückgekehrt. Sie kann sich erinnern. Phil, was ist passiert? Wo bin ich? Wir sind im Palast der Dämonen auf Valfa. Und wo sind die Dämonen jetzt? Sie sind alle tot. Alle? Nein, nicht alle. Ich... Ist gut, ich sag dir doch, es ist mir egal. Phil. Die drei Wappen existieren nicht mehr, die Göttin des Todes auch nicht. Es ist vorbei. Kommt, lasst uns diesen Ort verlassen. Typ da hinten, der blinkt mir zu oft. Was zum? Was passiert hier? Ich fürchte das Schlimmste. Wie meint ihr das? Sie ist es. Ich spüre es. Hä? Sie. Die Macht. Die Macht der Wappen. Wie bitte? Ich fürchte, sie hat recht. Nachdem Rena wieder sie selbst wurde, ist die Macht der Wappen nicht erloschen. Sie wurde lediglich von ihr abgestoßen. Und nun hat sie sich, wie es scheint, einen neuen Körper ausgesucht. Wie bitte? Was? Aber das geht doch nicht. Leorkres ist tot. Was hat das zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Tja, das heißt, dass wir jetzt den richtigen Endgegner kennenlernen werden hier. Es wächst. Ja. Ach du Scheiße. Lasst uns von hier verschwinden! Aber sowas von. Rena, komm mit. Rena! Okay, wir wollen anscheinend gar nicht gegen dieses Monstrum kämpfen. Oder wie, oder was? Das ist doch jetzt sehr, sehr spannend. Wir haben zwar Rena, aber für was für einen Preis? Seht ihr dieses rote Licht? Es kommt von Valfa, das bedeutet, es hat etwas mit den Dämonen zu tun. Ich weiß nicht was, aber ich glaube, es steht etwas Schlimmes bevor. Ach du Kacke. Waren wir zu egoistisch jetzt? Alles wackelt! Nein! Nein! Das kann nicht wahr sein! Es scheint, als nehme gleich alles ein Ende. Doch seid beruhigt, Odin hat es sicher so gewollt. Ja, super! Optimist hier. Wah, ich will nicht, nein! Ich bin noch viel zu jung zum Sterben! Oh Mann. Oh nein, nicht schon wieder! Wir werden alle sterben! Legol scheint es nicht geschafft zu haben. Ist dies das Ende der Welt? Ist dies das Ende der Menschen? Wieso musste es nur so weit kommen? Ach du Kacke, ist das gemein. Dämonenpalast.
Ich werde verrückt, Leute. Das Spiel geht weiter. Wir sind noch nicht durch. Jetzt geht's so richtig ab. Bah! Ich hätte gedacht, dieses fette Ding erdrückt uns. Das ist widerlich hier. Wo sind wir eigentlich? Als sich dieses Monstrum gebildet hat, konnten wir scheinbar irgendwie durch es durchflutschen. Das bedeutet, wir sind mittendrin in dem Teil? So widerlich, wie es klingen mag, aber etwas Besseres hätte uns wohl nicht passieren können. Nun können wir den Kern dieses Dings von innen zerstören. Trotzdem müssen wir uns beeilen, denn wenn wir lange zögern, beginnt dieses Monster alles zu zerstören. Jetzt verstehe ich langsam. Die Macht ist auf einen toten Körper übergesprungen und hat ihm neues Leben gegeben. Ja und? Ja, verstehst du denn nicht? Ein toter Körper beherbergt keine Seele mehr. Die Macht wird durch nichts mehr unterdrückt. Und das Monster wird immer weiter wachsen. Den Kern dieses Monsters darf nie ausgewachsen sein, sonst haben wir keine Chance. Kommt, lass uns schnell weiter bis zum Kern. Wie geil ist das denn hier? Wir haben schon den Abspann und alles gesehen und jetzt durch einen plumpen Versuch mit der Hoffnung auf ein zweites Ending kriegen wir hier das wahre große Finale mit Trainer. Das kann ja nur geil werden. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Eternal Legends.